alle Roombies. Hier in meinem Haus in Paris kann es nicht genügend Spiegel geben. Nicht, weil ich mich darin den ganzen Tag anschaue, sondern weil ich finde, der Raum selber spiegelt sich so toll in Spiegeln. Diese Interaktion mit den anderen Möbeln, die man dann quasi aus verschiedenen Winkeln durch die Spiegel sieht, finde ich ganz toll. Deshalb mache ich immer ganz viel mit Spiegeln. Wie heute habe ich aus diesem Spiegel mit einfachen Holzrahmen einen Mosaikspiegel mit kleinen Spiegelchen gemacht. Und der gefällt mir jetzt viel besser und ich finde es viel interessanter, wie diese kleinen Spiegel im Raum glitzern. Ich mache aber auch gerne fast so ein bisschen Objekte mit Spiegeln, wie diese Pflanzenständer, wo ich einfach einen Bilderrahmen auf den Boden gelegt habe und in diesen Bilderrahmen eine Pflanze stelle und dann zwei Spiegel dahinter, die einfach diese Blätter da widerspiegeln und brechen durch diesen Schlitz. Und dann habe ich mir einen Mond ins Wohnzimmer gehängt, einfach einen Spiegel, auf den ich eine blaue Folie geklebt habe. Und es gibt auch obwohl es dann nicht mehr spiegelt, gibt es einen ganz interessanten Effekt, finde ich. Und dann habe ich ganz viele Spiegel in meinem Schlafzimmer, wo ich meine Ketten dran hänge. Okay, ich zeige euch, wie ich das mit dem Mosaikspiegel gemacht habe. Und wir sehen uns bald wieder. Tschüss! We'll be right back.